Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video mit unserer Halloween Maze. Wir sind wieder zurück im ersten Abschnitt, wie ihr unschwer erkennen könnt, und bisher ist hier natürlich jetzt noch nicht viel passiert. Aber wir wollen jetzt weitermachen, und zwar möchte ich hier unten unseren Teich wieder aufbauen. Dafür habe ich hier schon alles ein bisschen vorbereitet, die Bretter ein bisschen hingelegt und einmal die Plane, die Teichfolie einmal ausgelegt, um zu gucken, ob das so einigermaßen passt. Ich musste sie einmal umdrehen, die Plane, denn wir bauen das Becken ja dieses Jahr quasi spiegelverkehrt auf der anderen Seite auf. Und dementsprechend musste ich die Plane einfach um 180 Grad drehen. Aber das wird schon gehen. Ich hoffe nur, weil wir letztes Jahr auch viel getackert haben, dass ich nicht irgendwo eine Stelle drin habe, wo ein Loch von der Tackernadel ist. Denn das kann man echt schwer sehen. Aber wir müssen es halt mal ausprobieren. Wir gucken einfach mal. Aber ich muss die Teichfolie jetzt erstmal wieder rausnehmen. Ich zeige euch ganz kurz gleich, wie es aussieht. Und dann hole ich die Teichfolie wieder raus. Und dann geht es darum, hier nochmal ein paar Bretter zuzuschneiden, das ganze Becken zusammenzuschrauben und dann die Teichfolie reinzusetzen, um zu gucken, ob alles dicht ist. Das ist der Plan. Jetzt würde ich sagen, und dann werden wir noch ein bisschen gestalten hier in der Ecke. Denke ich doch. Doch, das machen wir. Gut, dann würde ich sagen, ich zeige euch einmal, wie es jetzt hier unten aussieht. Ach nee, erstmal kommt das Intro, dann zeige ich euch, wie es hier unten aussieht, und dann legen wir los. Was ist da los? So, und da seht ihr schon, die Teichfolie hier unten ist ausgebreitet. Die muss ich jetzt wegnehmen, denn darunter liegen auch schon die Bretter. Und die muss ich ja noch zuschneiden. Also räumen wir die Folie weg. Als nächstes habe ich hier so ein Riesenstück Styrodur, wie ihr seht, und das soll in diese Ecke rein, und damit der Baum noch ein bisschen erhöht steht und damit die Ecke halt so ein bisschen ausgefüllt ist, denn die Kanten des Wasserbeckens sind natürlich sehr hoch, das muss ja irgendwie auch so ein bisschen kaschiert werden, dass das nicht ganz so extrem stumpf aussieht, sage ich mal. Jetzt habe ich hier schon einmal komplett vorgezeichnet auf dem Styrodur, was ich hier rausgeschnitten haben möchte, und rausschneiden tue ich das, so wie ich das letztes Jahr mit den Bäumen auch gemacht habe. Mit diesem, was ist das, Heizstab, was auch immer. Also der ist tatsächlich für sowas gedacht und konzipiert. Und mit dem habe ich letztes Jahr schon gearbeitet. Damit haben wir die Bäume nämlich gemacht, und jetzt kommt er auch wieder zum Einsatz. Gut, wunderbar. Jetzt muss er noch aufheizen, und dann können wir loslegen. Wir können hier einmal rausschneiden und das Teil einmal reinlegen. Mir wäre es sogar ganz lieb, wenn ich das doppelt so hoch haben könnte. Ich habe noch so eine Platte, aber die will ich nicht auch noch zerschneiden. Und das hier werde ich wahrscheinlich hier hinten einsetzen, damit der Wasserfall quasi auch erhöht steht. Denn das ist ja alles Styrodur, das würde ja im Wasser eh schwimmen. Das auch. Aber hier werde ich einen Stein drauflegen oder zwei Steine, und dann hat sich das quasi erledigt. Und dann hat das auch die optimale Höhe. Also er scheint heiß zu sein, denn er fängt an zu qualmen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es qualmt. Das heißt, es waren noch Reste vom letzten Jahr dran. Thank you.
vorne das Becken unten ist soweit fertig. Und jetzt möchte ich mal versuchen, die Plane auszubreiten. Und die ist halt natürlich viel, viel größer als das, was ich eigentlich bräuchte. Ich muss mal gucken, wie das ist nicht einfach, das Ding hier auszulegen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann auch entsprechend alles festzumachen, fertig zu machen, damit es sicher ist, damit es trocken ist und so weiter und so weiter. Und dann ist ja die große Plane. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr was abschneide. Ich habe gesagt, letztes Jahr, ich schneide nichts ab von der Plane. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal in einer anderen Größe, aber ich benutze sie jetzt quasi genauso wie letztes Jahr, nur auf links gedreht sozusagen. Also kann man alles Überstehende theoretisch abschneiden. Ich guck mal, was ich machen kann und fange erstmal richtig an. Ja, und ihr seht, dass das Stück Plane hier ist wunderbar angepasst an die ganze Geschichte. Da muss natürlich überall noch mal ein bisschen Farbe drüber und so, ein bisschen Gemüse noch drüber schmeißen und dann ist eigentlich alles schick. Und jetzt habe ich noch mal einen Eimer reingekippt mit Wasser. Hier kommt natürlich alles auch wieder mit Steine rein und so weiter. Und jetzt schmeißen wir mal die Pumpe an und gucken, wie es jetzt läuft. So, und weil heute Freitag ist, machen wir auch noch den Nebel an. Ja, das funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich immer noch im Auge behalten, wie gut funktioniert das. Ein bisschen Wasser muss noch rein auf jeden Fall. Und dann gucken wir, wie sich das Ganze hier verhält. Und vor allem, ob es dicht ist in den nächsten Tagen. Das bedeutet, dass wir jetzt hier in der Ecke erstmal fertig sind. Das bedeutet auch, dass wir uns jetzt nach neuen Aufgaben umsehen müssen. Ich will das jetzt in dem Video nicht als einziges Bauabenteuer zeigen. Deswegen suchen wir uns noch eine Aufgabe. Wir gehen weiter.
Nachdem wir also quasi unseren dritten Abschnitt mit ordentlich Kraut behangen haben und das Ganze auch getestet haben mit dem Vorhang auf zu, das funktioniert ganz wunderbar, bin ich mit happy. Das gucke ich mir ganz bestimmt heute Abend nochmal an, weil das habe ich nämlich heute Morgen erst gemacht. Das will ich mir heute Abend nochmal angucken mit Nebel, mit der stimmungsvollen Beleuchtung, wie das dann aussieht. Vielleicht zeige ich euch noch Bilder davon. Schauen wir mal. Und das, wir bereiten gerade noch was anderes vor, habt ihr ja gesehen mit dem Brett. Das kommt oben als Abschluss von außen halt einfach dran. Ihr habt ja gesehen, von draußen haben wir diesen roten Stoffvorhang, aber oben sieht das halt noch nicht so schön aus. Deswegen, da machen wir jetzt ein Brett fertig. Da haben wir mit diesen Dämmplatten, womit ich hier auch den Putz hier an dem Mauerwerk gemacht habe, das habe ich draufgeklebt und das macht Levi jetzt fertig. Da steht dann drauf Halloween 2024 und das machen wir noch ein bisschen hübsch und so. Und dann kommt das da oben dran. Dann sieht das vom Wohnzimmerseite aus nicht ganz so hässlich aus. So, das dazu. Inzwischen sind 24 Stunden vergangen. Ich stehe jetzt hier am Wasserbecken, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und vielleicht hört es ja auch. Und ja, das scheint alles in Ordnung zu sein. Es läuft nirgendwo was aus. Es ist alles dicht. Das haben wir jetzt 24 Stunden lang getestet. Und deswegen werde ich jetzt die Steine vom letzten Jahr, die Kieselsteine, wieder in das Flussbett und auch in das Wasserbecken einfüllen, damit wir ja da schon mal ein Stückchen weiterkommen, dass wir hier schon mal die Steine einfüllen, wir so langsam anfangen mit Detailarbeit, wie eben die Steine hier, wo der Baum ist, seht ihr gar nicht, aber wo der Baum ist, da muss wieder das Zeugs hin. Ja, wir gucken einfach mal. Ich hole erstmal die Steine und dann kippen wir die da rein gemeinsam. Ihr seht, hier endet das der Flusslauf sozusagen, denn dort befindet sich die Pumpe. Ihr seht ja hier die Steine. Die halten die Pumpe ein bisschen gerade, dass wir hier auch diese Fließeigenschaft richtig sehen können, dass das Wasser hier quasi runterfließt. So, und da muss jetzt natürlich Kies rein. Und dann nehmen wir den gleichen Kies wie letztes Jahr selbstverständlich. Und dann füllen wir das hier mal so ein bisschen auf und dann sieht das noch viel besser aus gleich. Ja, und damit ist die ganze Sache hier mit dem Teich eigentlich durch. Der Schotter ist drin. Da kommen sicherlich noch so ein paar Deko-Accessoires noch mit rein. Aber das war's dann erst einmal. Und war's dann auch erst einmal mit dem Video. Wir gucken beim nächsten Mal weiter, was wir tun können und wie weit der Fortschritt dann ist. Sicherlich so ein paar Kleinigkeiten mache ich nebenbei. Da halte ich nicht immer die Kamera drauf. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.